präsentiert Creepypasta. Creepypasta, der Hammermörder, gelesen vom Autor. Das Schreien einer jungen Frau ertönt in den dunklen Gassen von Douglas City. So schnell wie dieser Schrei ertönte, so schnell war auch wieder verschwunden. Knochen brachen wie eine auf dem Boden fallende Ming-Vase. Mit schwerem Atem stand der Hammermörder von Douglas City auf. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und stand erschöpft auf. So, dummes Stück, das hast du jetzt davon. Der Hammermörder lehnte sich zurück und setzte sich an eine Wand. Erst jetzt realisierte er, was er getan hatte. Ich bin schon wieder viel zu lange hier. Ich muss schnell verschwinden, bevor mich hier noch jemand sieht. Der Hammermörder stand auf und streckte sich. Wie herrlich frei und lebendig ich mich jetzt fühle. Das war mein erster geplanter Mord. Ich soll diese Tat lieber aber nochmal überdenken. Will ich wirklich weitermachen? Falls ich weitermache, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht die Kontrolle über mich selbst verliere. Viele andere Serienmörder, über die man in der Zeitung liest, spielten ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Aber ich will nur effektiv morden. Als der Mörder sich aus einer engen Gasse winden wollte, kam ihm eine Frau entgegen. Sie erschrak, wich einige kleine Schritte dann zurück. Ach, erschrecken Sie mich doch nicht so. Was machen Sie denn zu später Stunde noch hier in dieser engen Gasse? Geistesgegenwärtig dachte sich der Hammermörder nur noch eins. Verdammt, sie hat mich gesehen und weiß, wie ich aussehe. Jetzt muss sie auch sterben. Entschuldigen Sie, Gnädigste. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich lasse Sie mal vorbei. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ach, sieh Sie mir ein Charmeur. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Abend. Die junge Frau ging einige Schritte und erstarrte schließlich völlig. Sie drehte sich um und als sie anfangen wollte zu schreien, steckte ein Messer in ihrer Kehle. Starr vor Angst und vom Blutmangel erschöpft, brach sie zusammen. Ich entschuldige mich zutiefst, junge Dame. Aber Sie hätten lieber in eine andere Richtung gehen sollen. Sie werden nicht so viel leiden müssen wie mein erstes Opfer. Die junge Frau wurde immer schwächer. Dennoch war sie bei vollem Bewusstsein, als ihr Henker anfing, die Haut ihr vom Leibe zu schneiden. Ja, das Morden ist des Mannes Lust, Schneiden von Haut und das Brechen von Knochen sowie die Schreie meiner Opfer erheitern mein Gemüt. Mit frohen Summen schnitt er aus dem Fleisch seines zweiten Opfers ein Zeichen, welches aussah wie ein Hammer. Die letzten Lebenszeichen des zweiten Opfers waren eine Träne, welche ihr über die Wangen lief, und ein qualvoller Bluthusten. Sie atmete bei einem weiteren Schnitt auf. Und gurgelnd lief Blut aus ihrem Mund und aus ihrer Nase. Ach, herrje, Sie leben ja noch. Schauen wir mal nach, ob Sie einen Ausweis dabei haben. Ach, Ihr Name ist Melody. Welch ein schöner Name. Der Hammermörder nahm seinen blutverschmierten Hammer und schlug mit diesen summend und lachend 5-mal auf Melody ein.
Was ein Spaß doch immer ist. Der Kopf um Melody platzte, Blut, Gehirnreste, Knochensplitter spritzten umher und trafen den Mörder aber nicht. Ach, so fertig hier, eine ganz schöne Sauerei ist es geworden. Am besten zerstöre ich noch bei meinem ersten Opfer und bei Melody die Knie, dass es so aussah, als ob sie flüchteten. Ach ja, und das Portemonnaie von beiden sollte ich auch mitnehmen, damit man sie nicht so schnell identifizieren kann.